erschaffen und Dinge konsumieren. Beides gibt uns ein gutes Gefühl und beides schüttet in unserem Gehirn Glückshormone aus. Doch was bringt uns wirklich weiter davon? Wenn wir morgens früh aufstehen und auf unser Handy schauen, auf Instagram, Social Media, Netflix, was auch immer wir dann anschalten, alles davon schüttet Glückshormone in unserem Gehirn aus. Alles davon gibt uns ein gutes Gefühl und macht uns kurzzeitig glücklich. Doch hast du dich schon mal gefragt, ob du nicht vielleicht abhängig bist von diesen kleinen Dopamin-Kicks in deinem Gehirn? Ich glaube, die meisten Menschen sind mittlerweile abhängig von den Dopamin-Kicks, die sie sich Tag für Tag auf ihrem Smartphone, was sie immer in der Hosentasche haben, holen. Doch gehen wir einfach mal ein paar Jahre zurück. Wie sah es da aus, wenn wir einen Dopamin-Kick haben wollten? Wir mussten etwas kreieren. Und das, was wir dann kreiert haben, das hat uns ein gutes Gefühl gegeben. Egal, ob wir irgendwie einen Tisch gebaut haben, ein Auto restauriert haben, Arbeit in irgendeiner anderen Form erledigt haben. All diese Dinge haben uns Dopamin ausgeschüttet in unserem Gehirn und haben uns glücklich gemacht. Wie könnte es in der heutigen Welt aussehen, wenn wir diese Dopamin-Kicks nicht mehr auf Social Media suchen, sondern in der täglichen Arbeit, die wir tun und in dem Sport, den wir machen und in all den Dingen, die uns weiterbringen. Jedes Mal einen Dopamin-Kick bekommen, wenn wir ein neues Ziel erreichen. Jedes Mal einen Kick bekommen, wenn wir ein Stückchen weiter an unser Ziel kommen. Ich glaube, dass das die Zukunft sein sollte und nicht die Zukunft in unserer Hosentasche mit unserem Smartphone als ständige kleine Dopaminspritze, wann auch immer wir sie wollen. Lass dir das Ganze einmal durch den Kopf gehen und überlege, ob du nicht lieber dir ein Ziel setzt, für das es sich lohnt zu arbeiten, für das es sich lohnt zu kämpfen und du dir dort deine Bestätigung und deine Glückshormone abholst, statt jeden Tag einfach nur auf dein Smartphone zu gucken und sich die Erfolge von anderen Menschen anzusehen, die es schon ein Stückchen weiter geschafft haben, die sich nicht mehr die Inspiration auf Social Media, Instagram, YouTube und Co. holen, die sich die Inspiration tief aus sich selbst holen und die sich ihre eigene Meinung bilden und selbst entscheiden, was sie gut finden und nicht den Algorithmus entscheiden lassen, was sie zu sehen haben und was sie gut zu finden haben. Lass dir das Ganze mal durch den Kopf gehen und überleg dir, ob du nicht lieber erschaffen statt konsumieren möchtest.